Ja, Leute, tut mir leid, da ist mein Bruder kurz ins Zimmer gehuscht. Den hat mein Upload gestört, deswegen musste ich ganz spontan mal unterbrechen. Und schlafen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Wasser da unten passiert ist, wo die ganze Lava ist. Boah, wir sind echt tief schon. Ich habe immer noch keinen Diamanten oder so gefunden. Aber mich stört halt das Leben. Das ist ein bisschen zu gering, meiner Meinung nach. Ihr könnt mal wieder was essen, weil ich echt. Ja, es geht ja nicht natürlich, währenddessen wir da schlafen. Können wir irgendwas anderes mal machen, währenddessen wir schlafen? Wir können mal gucken. Control yourself. Wir können mal. Navigate. Discovery. Preview. Ne, next. Core Control Season. Button left. Ich lese, ich gucke mir das einfach durch. Überall lag Shortcuts and where ich can learn. Ja, okay. Craft Menu C, Christian L, J, Codex L. Was ist der Codex? Ach, das ist der Codex, okay. Halt hat F1, Critis K, okay. Throw Items, Toggle, Held Items. Swap items Z. Once we shift for right hand. Ah. Das heißt, Moment. Wenn ich jetzt. Nee, wenn, dann wäre ja eher das hier. Wir haben ja eigentlich schon die Dinge. Das ist ja nicht jetzt Shift halte. Hä? Also, Shift ist right hand. Moment. Müssen wir. So. Nee, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Okay. Okay, cool. Ich sollte also Right Hand weiter benutzen. Das ist gut. Und wir könnten eigentlich erstmal in die Richtung gehen, bevor ich da. Das Wasser ist einfach verdampft, oder was? Okay, cool. Und das ist jetzt das Ende von der Welt dann? Nach unten, weil dann tiefer geht's nicht, oder? Ist das jetzt lediglich das Ende? Es sieht so nach Ende aus. Sagen wir so. Aber wir testen mal was einfach. Ich sehe da drüben was Schönes, was man ausprobieren kann. Und jeder, der es auch gesehen hat, also jetzt auch denken, ja, das probieren wir jetzt mal aus, ne? Denke zumindest die meisten. Bis auf die, die es wissen. Die werden sagen, nein, tu es nicht, weil das bringt nichts. Oder werden sagen, ja, tu das unbedingt, das ist voll lustig. Alter. Überall Todesfallen hier. So. Und gucken, was mit der Lava passiert. Ja, das Wasser wird einfach dahin gezogen. Okay, das sieht aus wie das Ende der Welt. Ja, wir können eigentlich das Ding auch wieder stoppen. Okay. Also, wir sind ganz unten angekommen. Fuck you. Das heißt, hier können wir eigentlich nur noch durchrennen und schauen, ob wir irgendwo was Interessantes finden. Weil hier gibt es hier echt nur dieses doofe Eisen und Zeug. Und wir müssen auf einen anderen Planeten, um weiterzukommen. Wäre minimal dämlich. Gucken mal, ich glaube, wir gehen mal wieder hoch. Also wir gehen jetzt einfach mal hier ein paar Gänge entlang und wenn. Oh, das klingt nochmal böse. Vielleicht gucken wir mal, ob da noch was ist. In die Richtung. Und wenn unsere Spitzhacke spätestens kaputt ist, schmeiße ich mich im schlimmsten Fall in die Lava. Dass wir schneller nach oben kommen. Denn es sieht so aus, als würden wir hier gar nicht so viele tolle Sachen mehr finden. Also Crystals halt ohne Ende. Vielleicht ist. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Also, oder ich habe es vergessen. Ich habe es vorhin mal gesehen, glaube ich. Das war das, was ich vorhin, glaube ich, gesehen habe, ja. Aber das wollen wir natürlich noch abbauen, weil so viel Silber. Das ist einfach. Das wäre eine Verschwendung, wenn wir es nicht abbauen würden. Dann muss so. So.
meine, das ist jetzt ganz gut so mitzunehmen. So, das reicht auch schon. Ich denke, wir haben jetzt echt einiges an Silber. Das sollte uns auf jeden Fall die nächste Distress-Station ermöglichen. Wir schauen uns mal, glaube ich, nochmal über die Overworld, weil ich würde eigentlich gerne nochmal sehen, was alles so oberhalb von dem Ganzen ist. Es scheint ja ziemlich viel Interessantes auch über den Untergrund zu geben. Dann laufen wir da nämlich nochmal durch und schauen uns an, was dort alles gibt. So. Okay. Drüben ist noch Wasser. Das heißt, wir werden gleich wieder weggeflutet. Aber das Wasser fließt hier ab. Aber wir sollten vielleicht das hier auch noch mitnehmen. Das Zelt vergessen wir sonst und dann wundere ich mich irgendwann, ob ich kein Zelt mehr dabei habe. Aber das wäre ja nicht so schön. Muss ja nicht unbedingt sein. So. Wie gesagt, das Wasser wird einfach weggespült und es verschwindet dann einfach. Relativ bald auch wieder. Was ist das, was ich jetzt gerade in der Hand habe? Ah, das ist meine Axt. Okay. Der rechten Boss, das kann ich auch abbauen. Macht das einen Unterschied? Mit der rechten Boss, das was baue. Ah, damit baue ich den Hintergrund ab. Lol. Mit der rechten Maustaste baue ich den Hintergrund ab. What the fuck? Interessant. Gut, aber den wollen wir ja gerade nicht abbauen. Das wäre ja irgendwie sinnlos. Sage ich mal dazu. Wie ist absolut sinnlos? Wir wollen ja mal darüber. Habe ich gehört. Deswegen einfach schön dem Ziel hinterher. So, Wasser ist weg. Hier gibt es noch keinen so dauerfließendes Wasser, oder? So auf halben Blöcke Basis Ding da. Was es in Terraria gibt. Du kommst hier eh nicht hoch. Tu nicht so, als wärst du jetzt der Obermacker. Alter, wie viele Viecher hier unten sind. Ist ja krass. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier den letzten Stein bauen wir auch noch ab, aber bevor wir da runter gehen, machen wir wieder eine kleine Schlafpause. Und eine kleine Trinkpause für den Yannick. Wir müssen auch demnächst mal aufhören, wieder mit aufnehmen. Merke ich gerade so, sonst, ja. Ich nehme nämlich schon, wie lange auf jetzt? Doch schon über 1,5 Stunden. Na gut, abzüglich der Pause, sagen wir mal, also auf jeden Fall mal 5 Parts habe ich locker, stimmt. Das sollte auf jeden Fall genug sein, das heißt, dieser Part sollte schon ausgestrahlt werden, da bin ich zumindest kurz davor, in meinen Weihnachtsurlaub zu gehen, wenn nicht sogar schon in meinem Weihnachtsurlaub, oh, wie ich mich drauf freue. Zeit. So, stirb, stirb, stirb. Level 5, ich. Was bist du, dass du Seifenblasen spucken kannst? Fuck, weg. Komisches Viech. Was bist du? Du siehst ziemlich gelangweilt aus von mir. Diese Sprungattacken, die sie immer machen, die sind zu krass. Solche Sprungattacken sind immer extrem krass von diesen Viechern, hey. So. Ich konnte es gerade wieder heilen. Aber das passt da, dass die Viecher uns da nicht angreifen, aber egal. Im schlimmsten Fall sind wir halt weg und dann schmelze ich erstmal unser fast 200 Eisen ein und alles. Was haben wir, wie viel Kupfer haben wir? Haben wir Kupfer, haben wir bestimmt auch irgendwo. 71 Silber, so krass, so krass, so krass. Kupfer haben wir diesmal wenigstens, haben wir nur 8 Stück, aber das ist auch trotzdem einiges. Ich meine, das sind immerhin 4 Waren. Wir brauchen ja eigentlich gerade keinen Kupfer mehr. Aber hier unten, das sieht echt eindeutig nach Weltende aus. So eine gerade Linie. Einfach nur Lava.
Das ist so ein klassisches Weltende, da kommt nicht mehr wirklich was, wahrscheinlich. Und wenn was käme, dann kommt nur was Endequipped, wo man vielleicht durch Lava tauchen kann. Das kann natürlich sein, dass das noch passiert, aber das wissen wir jetzt nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Au! Stirb, stirb. Okay. Okay. Dafür waren wir zu schwach, aber das passt schon. Wir gehen jetzt hier mal. Ich war gerade mein Schoko-Nikolaus, der umgefallen ist. Tut mir leid. Ja. Ofen. Du hast jetzt erstmal einiges zu tun. Schmelzt das ganze Zeug hier. Haben wir noch. Welches hier? Holen wir uns mal das Silberohr, das eine noch. Platin haben wir leider keins gefunden, aber wir holen das eine Goldohr noch. Das heißt, wir können auch einiges an Gold machen. Das haben wir noch gefunden. Diese Axt ist so. Sieht so cool aus, aber sie ist so langsam. Hat sie für mich einfach so unnütze macht. Was will ich mit einer langsamen Axt? Habt ihr die Viecher gesehen, die mich da das letzte Mal angegriffen haben? Die waren alles andere als langsam, unbeweglich. Oh, guck mal, wir haben. Das Zeug ist gewachsen. Also ein bisschen Essen aufsammeln. So, und die ganzen Seeds, die pflanzt man natürlich wieder ein. Nein! Weg. So, Bananenseeds. Haben wir einen Bananenseed mehr als das letzte Mal bekommen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und von denen noch zwei Seeds. Und was haben wir noch? Kartoffeln haben wir keinen Seed bekommen. Okay. Ah, Karottenseeds kann man pflanzen. So und so. Ich glaube, mehr brauchen wir, mehr haben wir nicht. Was kann dieses Ding eigentlich? Ich weiß es nicht. So. Das Eisen hätten wir. Jetzt schmelzen wir natürlich das Ganze davon. Holen wir das Eisen nochmal hier raus. Ey, wir haben so viel. Das Kupfer können wir eigentlich auch noch gleich schmelzen. Und das Gold nehmen wir auch mal mit. Gucken wir mal, ob wir uns noch eine Goldspitzhacke holen können. Oder wir heben uns das Gold auf. Wir holen erst, glaube ich. Ich glaube, wir holen uns als nächstes so ein Distress-Teil. Und schauen mal, ob wir jetzt was gegen die Viecher ausrichten können. Ich denke es ja nicht. Denn ich wüsste nicht wie. Aber vielleicht kommen ja auch andere. Genug Zeug haben wir ja jetzt, um uns auch im Notfall zwei davon zu bauen. Und wenn wieder diese starken Viecher kommen, dann, ja, am besten Willen, dann lasse ich's. Halt. Jetzt gucken wir erstmal. Das Ding hieß Distressed. Ja, genau. Was brauche ich dafür jetzt noch? Ach, Copper brauche ich dafür auch und Wood auch, okay. Wie viel Copper habe ich dabei? Wie viel Copper habe ich denn noch insgesamt? Ja, reicht auch noch. Okay. Ja gut, Copper findet man auch überall. Mach die Tür hier auf, bitte.